Nicht alles ist Scharlach, was man Scharlach nennt. Wie Sie den tatsächlichen Scharlach erkennen, wie man ihn behandelt und ein weiterer wichtiger Tipp wartet am Ende des Videos auf Sie. Deswegen auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. In den vielen Jahren meiner Praxistätigkeit habe ich mit dem Scharlach oft zu tun gehabt. Gerne teile ich diesen Erfahrungsschatz mit Ihnen. Genauso bezüglich vieler anderer Kinderkrankheiten und Probleme, die häufig in meiner Sprechstunde auftauchen. Sie finden alle Videos dazu, alphabetisch aufgelistet, auf meiner Webseite kinderarztvombodensee.de. Ich weiß, dass Sie und Ihr Kind davon profitieren werden. Natürlich freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo. Der Scharlach wird zwar Kinderkrankheit genannt, kommt aber auch bei Erwachsenen vor. Er betrifft hauptsächlich Kinder im Kindergarten und Schulalter, ist von Mensch zu Mensch durch Tröpfchen übertragbar und hoch ansteckend, hoch kontagiös, wie wir Mediziner sagen. Also auch über Türklinken und Spielzeug, halt alles, was wir anfassen. Die Ansteckungszeit ist mit 1 bis 3 Tagen recht kurz. Natürlich breitet Scharlach sich dort am besten aus, wo viele Menschen zusammen sind. Und deshalb kommt er vor allem in Kindergärten und Schulen ganz häufig vor. Eigentlich das ganze Jahr über, doch hauptsächlich in der kalten Jahreszeit. Auslöser des Scharlachs sind Toxine, Giftstoffe, die von Bakterien, genauer den Streptokokken der Gruppe A, gebildet und ausgeschieden werden. Diese Streptokokken bilden mehrere, über 10 dieser Toxine. Und jedes einzelne davon kann Scharlach auslösen. Zwar ist man nach durchgemachtem Scharlach immun, aber nur gegen jeweils das eine Toxin. Und da jedes einzelne dieser Toxine einen Scharlach auslösen kann, können Menschen mehrmals Scharlach bekommen. Das alles macht den Scharlach so unangenehm, weil er so hoch ansteckend ist, nicht verhinderbar, weil es keine Impfung dagegen gibt und weil er mehrmals vorkommen kann. Scharlach beginnt meist mit Kopf- und Halsweh, Schluckbeschwerden und Fieber. Der Gaumen und Rachen sind gerötet, die Mandeln entzündet und meist mit gelblichen Belägen drauf. Oft kann man auch kleine rote Punkte, sogenannte Petechien, am Gaumendach erkennen. Nach wenigen Tagen ist der typische Scharlachausschlag zu sehen, der in der Leistengegend und am Unterbauch beginnt und sich rasch über den ganzen Körper ausbreitet. Er besteht aus vielen kleinen roten Pünktchen und wenn man mit der Hand drüber streicht, fühlt es sich an wie feines Schmirgelpapier. Dieser Ausschlag juckt in der Regel nicht und dauert etwa eine Woche. Die Haut um den Mund herum ist meist auffallend weiß. Wir Ärzte sprechen vom weißen Munddreieck, sodass die Lippen röter erscheinen. Nach ein paar Tagen ist die sogenannte Himbeerzunge zu sehen. Typisch für den Scharlach ist auch, dass einige Tage bis zu 2 Wochen nach dem Verschwinden des Ausschlags sich die Haut an den Handflächen, an den Fingern, Fußsohlen und Zehen schält. Behandelt wird der Scharlach mit Penicillin, welches ausreichend lange gegeben werden muss, in der Regel zwischen 7 und 10 Tagen, je nachdem, wie rasch eine Besserung erfolgt. Ohne antibiotische Behandlung kann ein Scharlachkranker bis zu 3 Wochen ansteckend sein. Bereits nach einem Tag einer korrekten antibiotischen Behandlung besteht keine Ansteckungsfähigkeit mehr. Nach dem Infektionsschutzgesetz dürfen Scharlachkranke nicht in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergarten oder Schulen, solange Ansteckungsfähigkeit besteht. Der Vorteil einer antibiotischen Behandlung besteht also hauptsächlich darin, dass die Ansteckungsfähigkeit schon nach einem Tag Behandlung vorbei ist und deshalb bei unbeeinträchtigtem Allgemeinzustand und Fieberfreiheit der Besuch eines Kindergartens oder der Schule wieder möglich ist. Interessant sind neue Erkenntnisse, dass eine antibiotische Behandlung das Auftreten von gefürchteten Scharlachkomplikationen wie die Glomerulonephritis, das ist eine Entzündung der Nieren, nicht verhindert. Was ich bisher sagte, können Sie in jedem Lehrbuch und auf jeder Informationsbroschüre lesen. In der Praxis ist es allerdings nicht immer so einfach.
Ich habe in den letzten 30 Jahren beobachtet, dass es immer mehr untypische Scharlachverläufe gibt. Das heißt, oft besteht kein Fieber, die Erkrankten sind nicht wesentlich beeinträchtigt, der Ausschlag und auch die Mandelentzündung ist oft nur ganz diskret zu sehen. Deshalb gehe ich davon aus, dass es nicht wenige Menschen mit Scharlach gibt, die gar nicht wissen, dass sie Scharlach haben. Gleichwohl sind sie ansteckend. Die Streptokokken der Gruppe A sind nicht nur Auslöser von Scharlach, sondern auch von der Impetigo contagiosa, einer Hauterkrankung, über die es auch ein eigenes Video von mir gibt, und von der Streptokokkenangina, der eitrigen Mandelentzündung. Und jetzt komme ich auf den Satz, nicht alles ist Scharlach, was man Scharlach nennt, zurück. Fälschlicherweise wird diese Streptokokkenangina oft auch Scharlach genannt, obwohl es sich nur um eine Mandelentzündung und nicht um eine Erkrankung des ganzen Körpers wie beim Scharlach handelt. Das hat Bedeutung für die Behandlung. Eine eitrige Mandelentzündung muss nicht antibiotisch behandelt werden, wenn sie kein längeres Fieber verursacht und die Halsbeschwerden nach wenigen Tagen durch symptomatische Maßnahmen wie Salbeitee und Lutschbonbons wieder von alleine verschwinden. Allerdings kann durch die Gabe von Penicillin ein sehr schmerzhafter und fieberhafter Anginaverlauf und die Ansteckungszeit abgekürzt werden. Noch etwas sollten Sie wissen, dass es nämlich nicht wenige Menschen gibt, die diese Streptokokken auf ihren Schleimhäuten tragen, ohne daran zu erkranken, aber andere Menschen in ihrer Umgebung anstecken können. Das hat zum Beispiel dann Bedeutung, wenn in einer Familie deshalb gehäuft Streptokokkeninfektionen auftreten, weil ein Familienmitglied ein sogenannter stiller Überträger ist. In einem solchen Fall ist eine Abstrichuntersuchung aller Familienmitglieder sinnvoll, um diesen stillen Überträger zu entdecken und ihn entsprechend zu behandeln. Und noch etwas ist wichtig. Haben Sie keine Angst, wenn ein ganz leicht verlaufender Streptokokkeninfekt nicht erkannt und deshalb auch nicht behandelt wird. Sie dürfen nach den neuesten Erkenntnissen davon ausgehen, dass leicht verlaufende Streptokokkeninfekte in der Regel keine schlimmen Komplikationen bewirken. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal, denken Sie an die weiteren Videos, die Sie über meine Webseite finden und erzählen Sie im Bekanntenkreis vom Kinderarzt vom Bodensee.